Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming. Wie ihr hier schon sehen könnt, spielen wir mal wieder eine Runde. Snowman-Arsch. Ding. Tatsächlich gerade genau. So, ich müsste da wo diese Loop ist. Ich schätze mal, dass ich hier links lang muss. Oh. Oh, jetzt habe ich 18 Schaden. Warum rutscht das denn? Egal. Denk mal, ich muss hier lang. Also ich suche irgendwie muss ich einen Truck. Muss, glaube ich, sogar hier tatsächlich gerade raus. So, ja, mal gucken, wo es rumfahren. So. Kann ich hier durch? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, ja. Ja, hat funktioniert. Achso, ich hätte den auch einmal weglaufen können. Ich check gerade nicht ganz, wo das sein soll. Weil jetzt bin ich hier wieder bei so einem Weg. Aber ich glaube, ich bin sogar richtig tatsächlich. Nämlich jetzt, ah ja, ich bin jetzt hier wieder da, wo ich das suchen soll, wo dieses suchen soll. Genau, das da. Heißt, ich muss jetzt hier hoch. Das habe ich ja schon gemacht. Das heißt, ich muss ja jetzt eh den Quack finden. Ich muss jetzt hier hoch und dann hoch. Genau. Hier waren wir in der letzten Folge auch schon, Leute. Allerdings bin ich ja irgendwo dann stecken geblieben in so einem Wasserdings. Und ja, deswegen musste ich halt nochmal neu hier hin. Aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Gut, dass dieses Auto Allradantrieb hat, ey. Will ich nicht hochkommen? Genau, hier links bin ich letztens reingefahren, was ein bisschen dumm. Deswegen fahren wir jetzt nämlich nicht da links rein, sondern weiter geradeaus. Damit das nicht nochmal ist. So. Da war nämlich gerade das, wo ich eingefahren bin im letzten Video und nicht mehr wusste, was ich jetzt tun soll. Aber ich habe jetzt herausgefunden, wie man tatsächlich ich soll ja nicht hier. Nee. Jetzt ist der Zaun wieder. Warum auch? So, ich bin ein bisschen krank, wie man unschwer erkennen kann. Ja, also ich weiß nicht warum, aber ja, ich bin halt ein bisschen krank. Was soll man machen? Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Corona hatte ich ja schon, von daher. Ich glaube, da ist sogar der Truck schon. Den ich. Ja, da ist er doch. Nice, ich habe ihn gefunden. Junge, dieser Zaun, ne? Dass der weggeht. So. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen. Und verfügt über keine Off-Produktion. Wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und tiefen Schlamm machen. Bei der Information zu den unterschiedlichen Fahrzeugtypen findest du im Escape-Menü. Okay. Um in den Truck zu steigen, öffne das mit V das Menüfunktion und wähle Truckwechsel. Truckwechsel. Wähle anschließend den Truck, um zu ihm zu wechseln. Alle. Ja. Ah, so geht's. Gut, es ist zwar nicht der beste Truck für diesen Job, aber ein Versuch ist es wert. Die Firma Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diese findest du im Karten. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Ja, hier. Ich konnte nicht mehr reden. Also hier muss ich hin.
Ja gut. Also ich soll Schlamm meiden, haben die ja gesagt. Ne? Ja. Warte, hier bin ich. Und ich muss nach da. Oh. Ich muss mich jetzt hier wieder umdrehen. So. Dann würde ich sagen, dass wir hier lang fahren. Links lang fahren. Und dann ist hier nämlich der Stadtteil und dann fahren wir hier dahin. Dann. Zu dieser Tankstelle. Oder was? Ja, ich glaube, ich muss dann halt hier hin, ne? Beachte bitte, dass das dass deine aktuelle Mission sich geändert hat. Wo soll ich denn jetzt hin? Hier. Ah! Genau, wäre die alte Brücke. Ah, ich muss hier hin. Hier. Aha. Folgen. So. Wir sind jetzt bereit, die Brücke zu reparieren. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in Slots berechnet wird. Dieser Truck kann 2 Frachtslots transportieren. Finde die, Materialien, die für die Reparatur der Brücke benötigt werden und liefere sie zur Baustelle. Okay. Warte mal, doch mal lenken. Junge, dass der Zaun aber auch schon wieder weg. Also ich soll die finden, aber ich kann hier nichts machen. Hallo! Jetzt geht's. Ja, einmal soll ich jetzt einfach dahin. Weil auf der Karte ist halt nichts. Ja, ich soll halt links. Links. Okay. So. Also Schlamm sollte man meinen. Ja, deswegen fahre ich auch extra jetzt. Wobei links ja schon ziemlich viel Schlamm ist. Aber der muss ja auch irgendwo wie hier hingehen. Oder ich komme nicht mal um die Kurve. Ey, dass der Zaun schon. Dass der Zaun immer weg ist, das nervt mich. Also eine Hoffnung, dass es funktioniert, aber. Ich würde mal sagen, ja. Ich hoffe, ich bleibe nirgends so stecken, weil das ist nicht. Das ist gut. So. Ich denke mal, dass wir jetzt einfach dahin fahren sollen. Also ich weiß nicht, wo jetzt Holz sein. Also es ist wahrscheinlich beim Sägewerk, aber ich soll es ja irgendwie suchen. Lieferung zur Stahl. So, bin ich auf normaler Straße. Dann wieder perfekte Farmer. Stadtlager. Oder ich muss tatsächlich zum Stadtlager. Lager. Stahlträger. Ah, ich muss zum Stadtlager. Gut, das heißt, ich muss geradeaus und links. Haben wir hier schon? Ich denke mal, ja. Okay, jetzt habe ich gefunden, wo es liegt beim Stadtlager. Ich glaube, dass dieser Fall das sogar zeigt. So, fahren wir mal links. Da ist ein Baustuhl. So, warte mal, noch geradeaus. Ah ja, der zeigt es mir tatsächlich, wo ich bin. Gut. Da bin ich ja schon. Also, er hat mir echt gezeigt, wo ich hin muss. Also, das ist ja jetzt nicht so. Links. So. Weiß nicht.
Okay, ich muss tatsächlich mal links landen. Links. Links. Ey, Kamera, Junge. Warte, kann ich hier auch ran? Ah ja, tatsächlich. Bremst doch! Boah. Start. Ausgewählte Fracht kann auf unterschiedliche Art und Weise verladen werden. Automatische Verladung bietet die einfachste und schnellste Möglichkeit, Fracht ohne den Einsatz eines Kranes. Okay. Damit kann ich sie. So. Start. Zack. Escape. Und. Alträger. Das kann doch schon. Denk daran, dass jede Fracht gut einen anderen Umfang hat und eine bestimmte Anzahl von Slots genommen. Okay. Mann, Herr Lader, nicht wahr? Ja, aber jetzt habe ich ja was anderes hier drauf. Manuelle Ladezahlung ist kopiert. Das ist wahrscheinlich daran, dass hier die Blöde drin ist. Ich check nicht, was ich machen soll. Ach, wer weiß. So. F laden. Oh. Entladen. Diese Fracht hier. Ja, so. Verlassen. Und jetzt C drücken. Und das. So. Und jetzt. Jetzt muss ich manuelle Ladezone ist blockiert. Verlade. Was soll ich machen? So, dann muss ich jetzt hier rückwärts fahren. So. C. Es ist, steht hier, ist blockiert. Manuelles Verladen. Manuelle Ladezone ist blockiert. Ach, wahrscheinlich, weil ich hier drauf stehe. Wenn ich jetzt C drücke. F. Hä? Ich check das nicht, Junge. Manuelles Laden. Das soll ich nicht. Da soll ich den tanken. So. Zack. Und jetzt muss ich doch einfach weg hier. Jetzt muss ich für diesen blöden Aufgabe. Jetzt muss ich da zur alten Brücke. Warte, wie komme ich da hin? Ich bin hier. Das heißt, ich fahre hier rechts. Ja, hier rechts, geradeaus, geradeaus. Geradeaus. Okay, die ganze Zeit einfach nur geradeaus. Ich muss jetzt rechts. Mal los. So.
müsste ja jetzt rein theoretisch gesehen alles richtig sein. Nochmal hier rechts. Und jetzt einfach die ganze Zeit nur geradeaus. Ohne da reinzufahren. Na, upsala. So, geradeaus. So. Okay. Nice. Nein, nicht verlassen. So Leute, jetzt habe ich. Ich bin hier mal kurz alleine hingefahren. Ohne jetzt das zu zeigen. So, jetzt soll ich hier. Umladen. So. Ah, jetzt wird die. Ah, jetzt wird die so gebaut. Okay. Perfekt. Stufe abgeschlossen. Die Brücke macht Fortschritte, ist aber noch nicht ganz fertig. Damit sie beendet wird, musst du weitere Materialien zur Baustelle bringen. Die Lieferung wartet im örtlichen Sägewerk. Mach ihren Standort auf der Karte ausfindig und erkunde mögliche Route. Okay, also das heißt, ich muss jetzt Holzplanken holen. Aber wie ich das mache, Leute, das seht ihr tatsächlich in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Stan. Ciao, ciao.